Ja, Leute, was geht? Und es geht weiter hier mit Let's Play Days Gone. Wir fahren jetzt zum Sägewerk und legen uns mit der größten Horde an. Oder, ja, noch größer als letztes Mal wohl. Ich weiß es nicht. Wollen wir uns dann nochmal... Also, weiß ich nicht. Mal, so, wollen wir... Also, schlau wäre... Ach, egal. Ja, eigentlich, oder? Ja, eigentlich müsste ich Munition kaufen. Aber egal, machen wir so. Ja, komm, egal. Scheiß drauf. Ich bereue es gleich, die Entscheidung, ich weiß es. Ah! Oh Gott, ein Bär! Oh Gott, nein, 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 danke, ich will kein Bärenfutter werden. So bärenstark finde ich jetzt auch nicht, so, tschüss. Oh Gott, ein Bär, das ist unfair. Das wird so. Killt dich ein Bär, stirbt man ziemlich unfair. Das reimt sich oder stimmt? Mensch, 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 Alter, ich hätte neue Goethe werden sollen. Ich bin Goethe der Neuzeit. Wenn's mit Let's Plays irgendwann nicht mehr geht, ne? Wegen irgendwelcher Kacke, weil, keine Ahnung. Was gar nicht mehr in ist, dann, ganz ehrlich, ich werd Goethe. Goethe der Neuzeit. Ich dichte und ich richte. Voller Gewichte. Das wird sicher ein Spaziergang. Okay, ich brauche auf jeden Fall genug Fallen. Munition, Molotovs. Ich brauche so viel Zeug, wie ich tragen kann. Ach, Dieken, wir machen das so. Vertrau mir, ich bin Survival-Experte. Ich weiß, was ich tue. Ich höre sie schon. Und hier ist der Muni dran, bist du. Nee, warte, ergibt es überhaupt. Nee, es ergibt überhaupt keinen Sinn, die schon zu nehmen. Denn wenn die Waffe ist voll. Die Hauptwaffe. Oder fast voll. Auch nicht sprinten. Stimmt. Run, run, run. Renn du schnell, du kannst, Deacon. Ja, Mist, das ist eigentlich gar... Nein. Yo. Ich sehe auch das Problem in dieser Horde. Die eindeutig das Problem, die der Scheiß Horde. Genau. Genau, einer blockiert dich und ist aus. Wo kommt er denn? Lauf doch. Ja. Ich hatte natürlich das Schiff gedrückt gehalten. Da dachte ich vorher auch nur so, laufen? Ich? Warum? Tja. Ich muss Fallen platzieren. Fallen. Ups. Er ist sehr gut platziert. Was? Ich riskiere mein Leben für diese blöde Mine und das bringt es mir. Danke. Wow. Ah, es sind viele. Achso, ja gut, ist neu aufgefallen. Ich hätte die aber vielleicht auf Feuer legen müssen. Hätte ich mal auf Fliegen gehört. Ja. Mein Problem, ich muss immer als viel, bevor ich höre. Das ist ein, oh ja, auf zu schießen. Ja, danke. Kommt hier rüber.
Wow. Puder Winkel, ich glaube es hakt. Hi. Wieso? Ja, da kommt er nicht rüber. Ja, natürlich kommt er nicht rüber. Natürlich. Das war's. Nee. Da kann er nicht rüber hopsen. Oh, na klar, das. Damit habe ich auch gerechnet. Muss immer möglichst. Schießen. Oh nein, ich kann nicht durchbrechen. Ach nee, das kann ich. Oh, das hat eine gute Menge weggeballert. Ich glaube, das hat sogar so gelohnt. Aber das noch zwei, drei Mal, du, und ich bin der King. Bin der King of Currywurst. Ja. Yep, bin wieder voll. Oh. Will nicht mein Motorrad umschmeißen, danke. Oh Gott. Hinter dir. Sehr schön. Jetzt mal ein bisschen entspannter werden. Denn wir merken uns, sie bleiben immer kurz davor stehen. Das ist ja auch, weil du letztes Mal bist du immer eine Millisekunde schneller. Jetzt werden wir ganz in Ruhe mal aufladen. Wir haben alle Zeit der Welt. Denn das muss wichtig, dass ihr das wisst. Ihr seid immer Alter der Welt. Das ist nichts. Nichts Schlimmes. Ja, dann lass ein bisschen. Guck mal, ist wieder so. Wichtig ist nur, dass sie direkt hinter dir sind. Wenn man das macht. Denn sonst treffen sie dich. Und immer die Sprinter natürlich bereit halten. Ja, ah, ja, natürlich. Ja. Klar, der stolpert immer an einem Stein. Passt zu Dicken. Hätte ich das gewusst, dass es so riesig ist, hätte man eine Knarre mitgebracht. Nein. Das war schon relativ weit weg, Alter. Nein! Nee. Das war's. Ja. Das war ja eigentlich, ja, ich gebe bitte, warte, ich mache es anders. Ja. Hier, warte, machen wir so. Da zurück. Wieder an. Wir brauchen da unsere Schrotflinten. Wir anders machen. Weil die Schrotflinte, die wir. Diese automatische, die wir da haben, die 5er. Hab ich gemerkt. Fragst du aus Interesse oder weil ich der Einzige bin, der euch noch erschrecken kann? Die war das. Ja, gut. Genau, Handfeuerwaffe. Gute Wahl. Yep. Sehr gut. Okay. Ja, gut. Gute Wahl. Ja. Sehr schön. Dann sollten wir vielleicht auch noch bis tagsüber warten.
Jetzt machen wir das schön, dann machen wir es Tag. Ja, ich werde eine Weile meine Augen schließen. Alles klar, okay. Los geht's. Sehr schön, weil tagsüber sind die ein bisschen empfindlicher, nachts sind sie stärker. Und jeder Mini, auch wenn es vielleicht nur ein kleiner Prozentsatz am Vorteil ist, man kennt es, und das ist uns oft so, auch ein halber Prozent besser oder halben Prozent stärker kann manchmal den entscheidenden Unterschied machen tatsächlich. Einen halben Prozent nur. Das ist ja immer so, oh, halber Prozent ist scheißegal. Gerade bei starken Gegnern kann ein halber Prozent Unterschied machen zwischen Leben und Tod. 10 Punkte, Leben und Tod, das kann sehr viel machen. So, jetzt gehen wir da oben hin. Jetzt hau ich den in die Fresse. Jetzt ist Schluss mit lustig. Jetzt Kinder aufs Maul. Nee, mal gucken. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir daran jetzt heute noch ein bisschen sitzen werden. Gegebenenfalls. Ich weiß es allerdings nicht. Achso, so geht Speichern nicht, dann speichern wir so. Ja. Ah, jetzt geht's. Wow, Arschloch. Danke. Du Spiel. Ich habe nur 2 Fallen. Wie? Wow, die knallen gleich, das sind... Hä? Jupp, das ist auf jeden Fall deutlich besser. Also, das war auch nicht das Wahre, aber... Nein. Genau, da sind jetzt wieder sprintet und... Habt ihr ein Problem? Und ihr müsst schon ein bisschen ein Gefühl dafür haben, mit der Sprinter zu loslassen, weil ihr müsst ganz kurz stehen bleiben, wenn ihr aufhört zu sprinten. Ich weiß eigentlich auch nicht, ob man das einstellen kann. Das kann auch nicht sein, oder? Ja, aber man ist gebracht. Obwohl. Ja. Aber ich glaube, es ist ganz gut, wenn man vorher ein bisschen geübt hat. Weil das ist jetzt schon eine harte Horde. Aber es ist auch keine normale, in dem Sinne Horde. Das ist fast ja ein Bossfight. Oh nee, oder? Na, du weißt, ich gehe extra nachts los und dann treffe ich diese Alte. Ja, danke. Oh, das hätte ich aber gut aufgehalten. Rüber! Aber sind die ja sogar besser als letztes Mal? Ich weiß es gar nicht. Ja, das ist natürlich auch mal eine gute Sache. So ein paar. Wenn man das Glück hat. Wow, den habe ich nicht gesehen. Wow, den habe ich nicht kommen sehen. Da war ich zu fixiert. Ja gut, da muss man ein bisschen aufpassen. Wenn ihr aber nachher genug Energie habt und ihr spielt sich halt nicht gerade auf Überleben. Das ist jetzt relativ machbar. Also ist machbar. Wenn man auf Überleben spielt, dann ist es glaube ich nachher wirklich... Naja, dann müsst ihr es wirklich so machen, wie er spielt euer Saft, glaube ich. Weil dann ist es wirklich so ein bisschen. Da muss ich glaube ich alles perfekt laufen. Aber wenn ihr es nicht gerade auf extrem schwer spielt, dann auf diesem auf normalen Schwierigkeitsgrad. Ja, das ist doof gerade. Jetzt geht's mal. Genau, habt ihr gesehen, wenn die von der Seite kommen, funktioniert der Trick auch nicht mehr. Wir müssen tatsächlich wirklich hinter euch sein. Und dann ganz gechillt, ganz in Ruhe. Ein bisschen, ne?
Ja, einfach so tun, als wenn die Zombies gar nicht da wären. Weil ihr habt alle Zeit der Welt. Und dann sind sie auch nicht mehr so schwer. Das ist jetzt hier eine harte Horde, das stimmt, ist es auch. Aber es ist eine machbare Horde. Wenn man sich so ein bisschen an die Grundregeln der KI hält. Man muss den Sinn, man muss verstehen, wie die Horde funktioniert. Dann ist es nur noch ein Machen. Klar, natürlich, jetzt kann immer mal wieder schief gehen. Durch doof, durch blöde, ganz, ganz idiotische Fehler. Einfach Doppelknall. Das hat ja voll was gebracht. Was? Nein, rüber! Ja, das meine ich. Genau. Das meine ich natürlich. Dann. Nee! Nein! Rüber! Oh Gott! Das war knapp. Okay, da müsst ihr natürlich ein bisschen aufpassen, wo ihr das auch macht. Upsi. Ja, das meine ich. Da muss man natürlich mal ein bisschen aufpassen. Aber. Was? Ja, da. Ja, jetzt bin ich tot. Ja. Genau. Dann kommt jetzt von einer. Das ist doof. Ja, das ist echt eine gemeine Horde. Ah, ja, die ist echt nicht. Ja gut, die ist wirklich. Ja, aber ihr merkt, es eigentlich geht's. Eigentlich ist es, du darfst dich halt auch nicht. Aber dass du auch keine Ressourcen kaufen kannst, ne? Oh scheiße. Motherfucker! Jawohl, eine Napalmbombe. Ich hätte sie dafür nicht verwenden sollen. Ich wusste. Was? Ich werde die weggemacht. Jo, ein Napalmbomb, was so viel weg, jo. Hätte gern. Nein! Oh, jetzt mach doch nicht immer einen Blödsinn. Jetzt ist die nicht auf, ne? Ah, Mist, ist nicht auf. Na egal. Jetzt auch zu spät. Ja. Ja. Auch keine Ahnung, wo ihr Muni ist oder sonst irgendwas. Weil auch alles gleich markiert wird. Das ist natürlich gerade jetzt ein bisschen schade. Shit, alles da verbraucht, nicht so gut. Jetzt. Ja. Gut, also mit der Horde kann man sich echt gut beschäftigen. Man darf sich auch von denen nicht einkesseln lassen. Das ist auch immer. Denn so, die sind eigentlich sind die schwerer. Man ein bisschen die. Ja, man muss. Das Problem ist, es ist eine Regel, die. Man muss auch ein bisschen. Ja, jetzt komme ich von da auf. Werde immer kacke. Was? Wie kommen wir von da? Was? Wie kommen wir von. Ja! Okay, endlich. Lauf, lauf, lauf. Lauf doch! Irgendwie, oh Gottes Willen. Ja gut, wenn natürlich auf einmal alle von da kommen, das ist natürlich dann, das ist halt, ja, die Orte ist halt echt fies, die halt, ich glaube bald, da hilft es auch nicht so viel, wenn man versucht dann nach dem Muster vorzugehen. Weil die Horde ist echt ein Arschloch. Das muss man dazu sagen. Die Horde ist ein Arschloch. Also, ganz ehrlich, die Horde ist Arschloch. Die ist wirklich Arsch. Die verspricht nicht zu viel.
Aber ich muss sagen, zum ersten Mal, oder der ganze... Boah, vergiss es, lauf doch! Granaten mehr. Gut. Granaten sind aus. Immer Ruhe. Es ist wirklich fies. Da muss ich auch wirklich sagen, das ist echt nicht ohne. Ja, jetzt geht das ja los. Ja. Man muss halt wirklich aufpassen, dass sie halt erledigt sind, sonst hast du echt ein Problem. Und ich frage mich, ob Dieten Biozid gefährdet ist. So, ich hab vergessen, die das Auto aufzumachen. Lohnt es? Ne, lohnt nicht. Ich wollte kurz stehen bleiben. War eine schöne Ausdauerpause. War mal eine kurze Pause. Alter, guck dir das an! Ich habe halt ein bisschen Sorge, dass die Muni nicht reicht, ganz ehrlich. Obwohl, wir haben damit auch noch. Da hätten wir dafür die als andere MG nutzen sollen, was wir da freigeschaltet haben. Was machst du denn da jetzt? Ich mach doch jetzt hier kein Geist. Dash oder? Ne? Dash, wie heißt denn das? Hier so ein Sprint und Rutschen. Misswortlich. Und ja, also das ist halt wirklich. Also die Horde ist halt echt fies. Ist hier irgendwie Muni? Nein. Cool. Keine Muni. Die haben auch nichts hingelegt. Nur in den Blöben, ja, da kann ich rein. Am besten hätte ich ein Labyrinth machen müssen. Ich muss Fallen platzieren. Stimmt. Danke. Lauf doch, Mensch! Das ist alles, was ihr habt. Junge, immer noch mit den Sprüchen. Ah. Nee. Jetzt. Bin ich jetzt im Arsch? Nee, bin ich nicht. Alles gut. Wir gehen hier auf hier lang, alles gut. Beruhig dich. Ah, komm, jetzt wird knapp. Ja, ich glaube, jetzt ist es überschaubar. Ist überschaubar. Ich weiß, jetzt zu sagen, ist überschaubar, es hört sich weird an, aber es ist tatsächlich so, ist überschaubar. Es sind nicht mehr viele. Aber gegen eben. Da sich da eben noch an die Flut. Annäherungsbombe. Na, lass damit sogar spielen, du. Lass damit sogar spielen. Jetzt. Alles. Schalle. Oh ja. So, langsam gehen uns dann auch die Mittel hinaus. Aber ich glaube, jetzt ein bisschen so machen. Dann kriegen wir die auch gut geziemt.
Oh, wir haben aber echt eine halbe Stunde lang gesessen. Also. Ja gut, aber ich glaube, also wichtig ist, dass ihr vorher vielleicht mit den anderen Horden übt, gerade wenn ihr Probleme habt, wirklich. Übt mit den anderen Horden, versteht die Horde, denn dann ist es nur das Problem. Und da bin ich auch gestorben wegen dem Sägewerk, ja. Und nicht wegen der Horde, sondern eigentlich wegen dem Sägewerk, wegen der Location. Also schon wieder irgendein Horde umgebracht, aber, ne? Ärgere mich nur gerade, dass ich es nicht aufgemacht habe. Ich habe... eine Fernlenkbombe. Achso, wir haben auch noch. Schmeißen wir, Leute. Ernsthaft. Ernsthaft? Ihr seid doch Fernlenk! Ah, nein! Warum denn heißt ihr ein Fernlenk? Ich dachte Fernlenk, dass ich die detonieren kann. Ach du Scheiße. Oh Gott. Ich habe echt gedacht, Fernlenk heißt, ich darf detonieren, wenn ich will. Weil ich es... ja, richtig, Alter, okay, von hinten kommen. Ich wollte auf die Minimap achten, genau. Ich glaube, wir werden echt hier knapp rauskommen. Mit keinem... komm, jetzt geht doch auf. Oh, bis zum letzten Zombie, ja? Verdammte Scheiße. Aber ich glaube, ich kann einen echt auch einen ganzen Abend beschäftigen. Wenn man das halt echt, wenn es einem echt nicht liegt, ne? Das ist außerdem so eine Mission, wenn es dir nicht liegt, das beschäftige ich einen Abend. Oh, Alter. Was? Zum Maul! Ja, jetzt der letzte müsste mich killen, alles am Maul machen, ne? Kreosot hieß es nicht, Kuriosi, was ich gesagt habe. Alter! Aber es war sauknapp. Hallo, wow. Ah, wir hätten noch fast schon, ein bisschen hätten wir noch. Aber war interessant und spaßig. Nice. Ach du Scheiße, Deke. Ich hab wohl das Beste verpasst. Ja. Ja. Nächstes Mal fahr ich. Und du kriegst die Freaker. Ja, Bruder. Okay. Jetzt einfach darüber. Gut. Alles klar. Okay, das war's. Fahr zurück zum Camp, wir treffen uns dort. Okay. Und Bushman. Fahr vorsichtig. Was glaubst du denn? Dass ich mich in die Luft jage? Es geschafft. Greife Wizard Island an. Oh, Alter.
Da fehlt noch ein bisschen was. Ein Fähigkeitspunkt. Hey Dick, hörst du mich? Hey Ricky, was gibt's? Ich muss noch ein bisschen am Laster rumschrauben. Ich sag Bescheid, wenn er fertig ist. Danke. Bereit, wenn du es bist. Willst du das echt machen, Dick? Sie kommen, Ricky. Es sei denn, wir schlagen zuerst zu. Du hast recht. Okay, Ricky, Ende. Ja. Die sind doch schon gekommen. Ich meine, das bisschen da, dieser kleine Vorgeschmack, den wir da hatten, war ja ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und ich würde damit sagen, für heute reicht's. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Das war echt eine coole Folge. Ah ja, aber die war echt nicht jung, ne? Aber hat Spaß gemacht. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Euer Pirates, haut rein. Ciao.